So, Saturn, hör auf zu essen jetzt. Es geht los, ne? Wir sind live. Hallo! Ey, hör mal auf. Hallo, ach, ich esse nicht, ich trinke. Einen schönen guten Tag. Ja, willkommen zum Match Duden gegen Hitsuyan mit einer essenden Saturno und einem völlig verpeilten Tyrannos am Tracker der Fishing Boo heute. Im Match Duden gegen Hitsuyan. Wir spielen Inverted MC Shuffle mit Flutstart. Yay! Ja. Flutstart im Inverted. Kann super sein. Also, Duden hat jetzt, glaube ich, offensichtlich Lust, hier besser einen Fall zu negieren. Ja, aber schauen wir doch mal, was wir heute hier sehen werden. Inverted. Seltener Modus im Turnier. Nicht oft gesehen. Kann lustig sein. In den meisten Fällen das nicht. Man muss es halt mögen. Also, das ist ja so wie mit allen möglichen Modi. Man muss es halt echt mögen. Mein Fall ist es jetzt nicht so. Ja, so ganz selten mal kann man Inverted spielen. Also ich finde ihn jetzt auch nicht so überragend, aber so vielleicht ein oder zweimal im Jahr spiele ich auch gerne mal ein. Ja, wenn es überhaupt so weit ist. Also ich habe in meinem Leben, ich glaube, 2 Stück gespielt bis jetzt. Also, das ist schon... brauche ich nicht. Dann haben sie beide die Glasperle. Von die Glasperle. Ja, ein synchroner Start hier links raus. Und ich schicke jetzt hier erstmal direkt die Maya-Area. Während Hitsu jetzt hier Richtung Stumpy gehen wird. Und den Quake. Nutzen die I-Frames, um den Vogel zu dodgen. Ja, und Hitsu hat gerade einen unnötigen Map-Check gemacht. Weil Map Compass Shuffle sagt, nö. Computer sagt nein. Ja, na, ja. Ja, ich bin mal gespannt, was die jetzt hier heute noch so abliefern eigentlich. Weil wir dürfen nicht vergessen, für Duden geht es hier gerade um gar nichts mehr. Also Duden ist auf jeden Fall weiter. Er hat 4 Siege. Und für Hitsu geht es aber tatsächlich um eigentlich alles. Weil Hitsu hat heute Abend nochmal ein Match. Und zwar um 21.40 Uhr. Wenn er die 2 gewinnt, dann ist er weiter. Ja, und wir sehen hier auch eine hypige Hype Cave. Mit Bogen, mit Flipper. Mit Burner. Nee. Ist ja schon fast eklig, wie hype die ist. Ein ganzes Herz haben sie ja auch noch dazu gekriegt. Ja. Jetzt sehen wir hier im Tiefstone erstmal. So, was macht Hitsu jetzt? Ich meine. Ja, du meinst? Entschuldigung. Das ist halt. Wie gesagt, Inverted ist halt nicht so mein Fall. Ist jetzt halt auch schwierige Situation. Wohin des Weges? Ja, ich meine, so ein Tiefstone kannst du jetzt hier durchaus eigentlich schon spielen, zumindest die Front. Beziehungsweise Village of Outcast. Du kannst dann theoretisch erst ja noch hoch Richtung Sky Woods gehen, da nochmal im Sky Woods dippen, ein paar Bomben farmen. Und dann werden wir, denke ich mal, auch schon ein bisschen mehr Gewissheit haben. Ach, ein bisschen Geld farmen. Ja. Das brauchen wir natürlich auch. Wobei Geld jetzt erstmal, solange wir kein Light World Access haben, erstmal jetzt auch nicht so relevant ist. Außer jetzt hier für Village of Outcast. Naja, du brauchst doch noch Geld für Kiki später. Du brauchst Geld nochmal unten fürs Digging Game. Also ein bisschen Geld bräuchtest du schon noch. Aber dafür haben wir jetzt unser supergeiles Arrow Game. Aber jetzt gerade nicht leisten kann. Es snackt sich aber hier nochmal schnell 2 Bomben mit.
Kannst du eine Attacke? Ah. Mein Gott! Ja. Was macht du denn jetzt? Er macht jetzt hier erstmal C-Shaped House. Ja, der guckt jetzt auch erstmal, was er noch so alles Schönes findet. Ist ja klar. Mal gucken, was geht. Vielleicht geht er jetzt ja auch direkt hoch nach Skywoods oder nimmt erstmal noch die Bumper mit. Ja, Skywoods ist jetzt eigentlich im Endeffekt das sinnigere Play. Du kannst jetzt einfach potenziell nochmal 3 Items kriegen. Sind das nur 3? 4. Ja, du hast gerade 3 gesagt. Die 4 war eine Korrektur meiner Meinung nach. Weil ich habe lediglich gerade noch eine Sache vergessen und da ist ein Hammer. Das willst du jetzt gerade nicht finden, weil das macht uns Tiefstown nämlich jetzt gerade in Logik. Und mit 4 Herzen willst du da eigentlich noch nicht rein. So, Itzo Arrow Game gönnt sich. Farmt jetzt hier die Moneten wie ein Ölscheich. Hast du gerade unseren Stunt Price gesehen? Ja, mein, das war ein Rubin. Sollte sich Dune vielleicht mitnehmen? Wenn es wirklich Rubine sind. Apropos Rubine, wir sehen gerade ein paar bei Hitzo. Ein bisschen Magie, noch mehr Rubine. Schaufel Game hier heute auch wieder komplett undankbar. Oh, das ist so ätzend, wenn das alles so weit hinten ist. Und auch nur mit 50 Rubinen. Ja, aber die siehst du jetzt gar nicht gerne. Wie du schon sagtest, wir haben jetzt hier in Anführungszeichen kaum Geld gehabt. Ja, erstmal jetzt auch hier das Potplay bei Hitzos Seite aus. Auch nicht einfach hier. Das macht ja auch irgendwo dann Sinn. Ich meine, er hat das Geld für Kiki. Ich meine, wenn er sein Geld unbedingt in irgendwelche Bananen investieren will, dann ja. Kann man das gerne mal in Kiki investieren, aber. Ja, das Problem, was ich jetzt aber gerade bei ihm zu sehen, er hat den Hammer halt nicht. Mit dem Hammer wäre Pot theoretisch schon vollständig abschließbar. Stimmt. Wir haben ja den Bogen auch schon. Dune flötet und sagt sich auch, nö, ich habe keine Lust auf den Vogel. Du hast einen Hammer. Ah, ne, es war Magie, okay. Okay, und wir haben jetzt sogar schon aus Pot die Info, dass Pot nicht bowlocked ist. Bei der ersten Kiste ein Small Key drin lag. Small Key, das sehe ich ja. Ah, die Hitbox vom Hammer ist einfach nur ekelhaft. Beim Hammer muss man halt immer nur gucken, dass man links und rechts schlägt. Wenn man nach oben oder unten schlägt, dann feiert das doch mal sehr, sehr gerne zurück. Ja, und Dugan wird jetzt hier auch nochmal das Arrow Game machen. Jetzt hat er ja noch 30 Rupees haben. Ich unterbreche dich dauernd, tut mir leid. Er wird halt jetzt ein bisschen länger da drinnen stehen. Oh, es reicht, wenn er es jetzt zweimal macht. Dann okay. Ja, er hat jetzt auf jeden Fall schon mal Kiki zusammen. Braucht er 80 nochmal mehr. Ja, die hat er jetzt safe.
So, Hitsu, aber auf dem Weg, sich weiter seinen Weg durch Pop durchzuarbeiten. Er hält es hier auch erstmal fröhlich vor sich hin. Ja gut, in Hoffnung natürlich auch wieder ein bisschen Geld reinzukriegen. Er muddelt sich jetzt erstmal hier komplett durch die Welt. Sucht da vielleicht noch eine lustige Melodie mit bei. Hä, was ist eigentlich auf der anderen Seite von Hyrule? Weißt du das? Legenden besagen sich. Hitsu hat den Hookshot gefunden. Ja, wenn ich Lore richtig verstehe, ist Hyrule ein sehr, sehr großes Königreich, was sich auch über mehrere Kontinente umspannt. Wenn zumindest ist es meines Wissens nach die Lore. Keine Ahnung. Ich hab gedacht, du könntest mir jetzt noch was Neues erzählen. Nee, leider nicht. Oh, und Duden jetzt aber hier mit dem Play nach T-Son rein. Man nennt ihn nicht umsonst den Rudy. Der Rudy. Ja, ein Smolky fehlt uns jetzt noch in Pott. Gerade ich im Kopf hab. Ja. Ja. Wo ist die Kiste? Wo ist die linke Kiste? Wo ist sie? Ja. Such sie. Da ist sie nicht. Das darfst du nicht so laut sagen, sonst fängt mein Hund noch an, hier irgendwas zu suchen. Und Theater zu machen. Das ist nicht lustig. Ich bin froh, dass ich das mit meinen zwei Katzen nicht mag. Deswegen bin ich ja froh, dass du es gesagt hast und nicht ich. Da ist der Bicky. Oh, lässt er das Sargmeiß liegen oder geht er links rum lang? Er nimmt den Hammer, den Hammerjump. Und diese Laufbänder sind so nervig. Ja, der Hellway, der kann echt undankbar sein. Das hat man gerade bei Duden gesehen. Es müssen sich nur die drei Jedis müssen sich nur ein bisschen ableihen an einer Linie und dann ist dieser Raum absolut nicht mehr schön. Der Raum ist generell ohne Boots nicht schön. Der ist nur mit Boots schön. Böse Zungen. Böse Zungen behaupten sogar nur mit Cape und mit Boots. Ist easy. Ja, gut, aber. T-Sound für Duden, aber auch deutlich entspannter abschließbar. Mit dem Burner und der Full Magic. Ja, das stimmt. Er hat in Skywood daran gedacht, die Full Magic noch mitzunehmen. Ja, und Hitsu ist jetzt auf dem Berg. Auch ein Play. Hab ich auch gar nicht dran gedacht. Durch die Stahlflöte, dass wir den Berg ja auch noch offen haben. Ja, aber haben wir im Inverted auf dem Berg an. Also klar, wir haben die rechte Seite, wo wir theoretisch hin können, oder? Ja. Ja. Wir haben einen Hookshot, wir haben eine Mumpe. Jetzt wird es nur ein bisschen spaßig an den Lionels vorbeizukommen, aber mit dem Burner sollte das jetzt nicht großes Problem sein. Je nachdem, wie groß du deine Leckschau haben willst. Ah, Hitsu. Woher hat Hitsu bitte die Biene? Das, weiß ich nicht. Die muss aber dann im Pott gelähmt sein. Oh mein Gott. Er hat keine Handschuhe. Er hat keine Handschuhe. Guck mal, ob der Lissandra ja heute alles gegeben hat. Vielleicht liegen jetzt hier die Handschuhe. Alessandra hat ja gerollt, stimmt ja. Jo. Oh. Leider nicht.
ganz wichtig, das habe ich in meinem ersten Inverted nämlich gemacht. Ich habe den immer angesprochen. Oh, Dune kommt hier aus dem Skript raus mit dem Hammer. Ja, safe. Burner. Ja, darfst du dich jetzt noch nicht von so einem Kopf treffen lassen? Jetzt ist es eh durch. Jetzt muss er nur noch hinlaufen. Jetzt darf er kuscheln gehen. Mit dem Bettlaken. Jetzt ist ein Bettlaken. Ich muss damit. Und das Bettlaken gibt auch noch als Dank eine Karte. Und auch noch das Green Pendant. Möchtest du da eigentlich auch nicht unbedingt sehen? Oh, doch. Ich meine, klar, wir haben jetzt noch keinen Spiegel, aber... Oh, der Duden geht auch nach. Palace of Darkness. Ja, das kann er ja jetzt komplett hier spielen mit dem Hammer und Bogen. Findet dann auch noch seinen Hookshot. Also ist eigentlich ganz gut, das Play. Hitze verschmäht das. Verschmäht den Fünfer. Meine alte Weisheit hat man mir beigebracht, wer den Whoopi nicht ehrt, ist das Geld es nicht wert. Okay, auch gut. Hat man mal wieder was gelernt. So, mal schauen. Wir sehen ja jetzt im Endeffekt von den Runnern das, was wir bei dem anderen schon gesehen haben. Was glaubst du, wo liegt der Handschuh? Das ist eine gute Frage. Catfish? Vielleicht? Da kommen wir doch gar nicht hin. Natürlich. Oder? Mit dem Hammer kommt, müssen wir doch eigentlich hinkommen, oder nicht? Nee, das ist auch noch nicht. Auf der linken Seite müsste aber eigentlich ein Hammerpack sein. Ja, aber du vergisst den Stein bei der Darkwood Hexe. Ach, stimmt ja. Okay, never mind. Dann vielleicht auf der Pyramide. Ja, Pyramide oder Agar. Hinter Agar. Oder auf Helmer. Ja, die drei Optionen haben wir. Nee. Nicht so unbedingt. Wir haben noch die Mondperle. Wir könnten noch den alten Mann machen. Ja, und noch den einen Check auf dem auf dem Death Mountain. Da frage ich mich gerade, warum Hitsu das nicht gemacht hat. Er hätte doch vergessen, dass er die Moonpearl hat. Maybe. Das ist eine gute Frage. Und Hitsu stirbt gleich. Was wir nicht sehen wollen, aber. Nee, nicht so unbedingt. Leute, die lieben Kommentatoren. Weiß ich nicht, sind wir das? Schon, wenn du die nicht sterben sehen willst. Na, da jetzt gerade so nicht. So, das ist. Wenn du da oben stirbst, ist es immer Mist. Es ist immer Grütze. Wenn du da oben stirbst. Nee. Nee. Wenn, es ist ja immer schon nervig, bei Blind zu sterben. Aber da oben, im Attic, schwierig. Ah, solange du das Attic aufsprengst. Alles easy, greasy.
Lemon. Weasy. Oder so. Ach, ich weiß doch auch nicht. Wir werden sehen, sprach der Blinde. So, du hast keine Handschuhe. Deswegen tötet er sie doch auch. Du die jetzt hier auch mit einem Hammer-Jumpy. Ja, Dun geht hier gerade auf Nummer sicher. Da ist auch die Flasche. Oder auch das Glas. Die Bottle. Bottle with the bee. The golden bee. The golden one. Wenn das Hitsu jetzt erstmal sich an Blind etwas vergnügt. Ja, der Fight sieht aber besser aus als bei Duden. Wollte gerade sagen, es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Oh, oh mein Gott. Oh, muss er das schon wieder so spannend machen? Duden jetzt eigentlich aus Pott raus? Ich habe keine Ahnung. Hier passieren ganz, ganz merkwürdige Dinge. Ja, ganz, ganz merkwürdig. Er geht hierzu zurück nach Pott. Hä? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Aber Dun entscheidet sich auf jeden Fall, den Onkel mitzunehmen. Aber Hitsu? Nee, Hitsu geht zur Pyramide. Was sagt da gerade drin im Spectacle Rock? Ein Herzteil. Okay. Ja, oben drauf habe ich gesehen. Aber was ist drinne? Auch nur ein Herzteil. Was ist drin, nur ein Herzteil? Okay. Also Trash. Oh. Ah, Bomben. Also, die hätte er aber mitnehmen können. Ja, da haben wir hier einen Agassiz. Noch keine Lampe. Die könnte sich aber jetzt bei Duden irgendwo bemerkbar machen. Oh, nicht. Nee, warte mal. Wenn er sie denn jetzt findet auf dem Berg und Hitsu überlegt. Ja, Hitsu, du hast den Berg vergessen, mein Freund. Da hat Duden den Fire Rod. Damit auch Back of Skullwoods in Logik. Den Ice Rod. Was? Und die Hera-Map. Ach du Alarm. Ein Loaded Mountain. Hitsu, du spielst Inverted. Du findest... Ne? Doch, klar, er muss ja da lang den Onkel holen. Oh. Oh, wir finden nämlich hier jetzt den Onkel. Den Berg ganz hoch, das Portal nehmen, den Berg dann wieder ganz runter. Ein Traum eines jeden, den wir auch sicher. Auf jeden Fall. Ja, mit der Fire Rod haben wir natürlich jetzt auch wieder eine andere schöne Möglichkeit, und zwar eine Motte. Ich sag ja, Back of Skullwoods und Hera. Und Hera, komplett. Genau. Ja. Also auch den garstigen Keller. Wurm gegen Motte. Der gewinnt. Hm.
Schwierig. Ich glaube erstmal tatsächlich der Wurm. Der Wurm geht nämlich deutlich schneller. Ja, genau, der Opa kriegt jetzt erstmal hier seine Rundreise, der hat's wieder nötig. Ja, der musste mal wieder aus der dunklen Höhle geholfen werden. Der verirrt sich da so oft drin, ne? Oh. Der Spiegel. Oh no. Möchtest du den da finden? Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht. Halte ich für kritisch. Handschuh, mein Gott, was ist das denn für ein Berg? Der sagt auf jeden Fall mal, hallo, ohne mich geht's gar nicht weiter. Fire Rod, eine Ice Rod, ein Spiegel, ein Handschuh. Ist halt nur die Frage, ist denn Turtle Rock pendant oder nicht? Wenn man so viel schon eine Ice Rod und eine Fire Rod bekommt. Ich weiß ja nicht. Schwierig, ich glaube eher weniger. Ich glaube nicht, dass es ein Crystal ist. Ich glaube auch nicht. Aber hoffentlich sehen wir das noch. Ich denke schon. So, aber auch Hitsu jetzt hier mit seinem Ice Rod und dem Fire Rod. Der Schlüssel für den Keller. Und bei Dune nach 25 Minuten erste Crystal. Würdest du in den Keller gehen oder nicht? Also wenn ich weiß, ich spiele gegen jemanden wie Hitsu, auch wenn es für mich um nichts mehr gehen würde, ich würde es, denke ich, mal probieren. Ja, wenn man... Dune wird jetzt... Erstmal Runner High Five gerade. Oh, dann nimmt der jetzt erstmal ganz, ganz schnell die Hookshot Cave mit. Aber ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ja, das sind... 4 Checks. Mit Schwert. Mit Schwert. Noch mehr Liebe. Und einem Kompass für Skullwoods. Auch hinzu jetzt. Check Turtle Rock. Check der Turtle Rock? Achso, nee. Ja. Nein, er soll's machen. Easton. Und nochmal Rudies. Rudies? Rudies. Oh, nicht schlecht, hab ich auch noch nicht gehört. So, Hitsu, aber leider Gottes jetzt runtergefallen. Schade, schade. Inverted ist jetzt auch, da wo der Dune gerade steht, haben wir zwei Positionen, einmal hier den Mimicave und noch was anderes Tolles, weil wir müssen nicht zwingend Turtle Rock aufmachen. Ah, stimmt ja, weil wir auf die Laser Bridge kommen. Hey! Beziehungsweise da wo er gespiegelt ist, war es jetzt ein bisschen falsch, weil da ist nämlich der Big Key. Das ist noch vor dem Big Key. Okay. Dafür hätte er, ich glaube, links runterspringen müssen. Oh, Pendant ist so. Wäre der nämlich jetzt links runtergesprungen, dann hätte man nämlich die Laser Bridge gehabt. Schauen, ob Hitsu jetzt in den Keller geht oder nicht. Ich glaube nicht.
Stell dir vor, da liegen deine Mits dran. Ich wäre tatsächlich gar nicht so schlecht für beide. Oh, aber hier noch die Boots mit bei. Oh, die Boots, die packe ich nochmal oben drauf. Und er hat das Green Pendant nicht abgegeben. Und was ist das fucking... Entschuldigung. Das verdammte Green Pendant. Nachdem Sascha jetzt so loaded war. Hätte ich das jetzt aber auch noch mitgenommen. Was hast du vor mit deiner Glugo? Ah, wir wollen nach Skywoods gehen. Ja. Mit der Fire Rod, ohne Hard Magic und der Glugo. Ja, jetzt so ein Pendant Eastern zu spielen, finde ich jetzt auch. Ist kritisch. Ein interessanter Weg, den er jetzt gerade hier einschlägt. Checkt dann nämlich auch noch den Forest gleich mit. Ja, und Hitsu befindet sich gerade auf der Laser Bridge. Da haben wir nämlich gerade vollkommen außer Acht gelassen. Der zwei Fetch Quests gerade rausgezogen hat. Ja, ich habe jetzt nur das Puder und die Schaufel gesehen. Den Rest habe ich jetzt nicht gesehen. Und den Bicky hat er bekommen. Ah. Aber die erste Kiste habe ich auch nicht gesehen. Bomben. Oh, wie viele Kompasse liegen denn bitte da? Viele. Und bin jetzt mal gespannt, ob Hitsu an das Green Pendant denkt. Stimmt, der hat ja auch Tiefsong gemacht. Ja. Dies ist Reit. Tun hier gerade Village of Outcast am Looten. Perigo. Ja. Ja, Entschuldigung. Sind nur Bomben, okay, gut, also nichts Wichtiges. Da ist das Back deutlich besser. Inverted, ich bin das nicht gewohnt. Normalerweise bist du innerhalb der ersten 10 Minuten in Keck. In Keck weh. Und hier brauchst du halt einfach eine halbe Stunde, bis du da bist. Aber Overworld scheint auch nicht wirklich, momentan zumindest, was zu haben. Ja, bis auf den Berg und jetzt gerade Sascha Beck. Ziemlich langweilig. Ja. Wer hat den Spaß gerollt? Ich glaube, dieser komische Lisandro war das. Oh Gott, ey. Kann der überhaupt was? Kappa? Kappa? Wir sollten ihn nicht flamen. Ey, das feiert alles weg. Das weiß ich. Da habe ich Angst vor. Es gibt Dinge, die sollten wir lassen. Ja. Hier das Back of Pot bei Hitsu. Er traut sich jetzt hier ohne Lampe ins Back zu gehen. Ja gut. Gut, jetzt haben sie auch ein bisschen mehr Herzen. Ist das schon ein bisschen entspannter auf jeden Fall. Will er jetzt schon wieder mit dem Smith hin? Ja, er muss doch in die Light World gehen. Wir sind doch hier im Inverted. Also.
Jetzt macht hier Hitsu das natürlich sehr gut mit der Torch. Hat sie, glaube ich, aber anscheinend auch nicht beim ersten Mal getroffen. Ist hier durch den Terrapins ganz gut durchgekommen. Ah. Ah, der Schmied hat nur eine GT-Karte. Hm. Das ist ekelhaft, die Locations haben heute nicht so. Das ist irgendwie langweilig. Und genau da sehen wir gerade bei Hitsu den Grund, warum ich es hasse, Helmer nur mit dem Hammer zu machen. Ja, mit dem Spinzy-Setup geht's tatsächlich. Das ist ein bisschen tricky, aber es hilft ungemein. Oh, Duden findet sich selber. Damit der Duden in sich selber lesen kann. Ja, seine Selbstfindungsphase ist vorbei. Er hat seine Erleuchtung gefunden. Oder auch seine Bibel gefunden. Ja, du bist Dark World. Oh, ich weiß, wie verwirrend sowas immer ist. Oh. So, und damit begibt sich Duden. Wollte er sich gerade nach Desert begeben? Aber irgendwie dann doch nicht. Jetzt weiß ich jetzt aber hier, glaube ich, fürs Tablet erstmal. Oh, hierzu geht die Südroute. Die haben wir natürlich auch noch nicht gesehen. Du entscheidest dich aber jetzt auch nochmal hier für Minimal, okay? Ja, das sind 5 schnelle Checks. Die willst du halt mal schnell mitnehmen. Ah, die Karte wird da, glaube ich, liegen bleiben. Ja. Die will keiner mitnehmen. Ach ja, einen Swamp haben wir auch noch offen. Stimmt. Oh, stimmt ja. Ah, den willst du ja mit dem Fight-Assort eigentlich nicht machen. Und wir haben auch auf jeden Fall genug Sora-Geld. Swamp ohne. Also nur ein Swamp nur mit Fighter Sword zu spielen, ist nicht das Schönste, das stimmt. Aber zur Not frisst der Teufel. Ja. Duden? Swamp bei Duden. Ja, die Bomben lässt er da schön liegen. Schau, was Agina jetzt noch so schönes hat für uns. Ah, 10 Pfeile. Ah, schwierig. Willst du da auch nicht finden? Die Frage ist, was wollen wir jetzt überhaupt noch finden? Eine Lampe. Ach Quatsch, die 2 auf so einem Level brauchst du eigentlich keine Lampe mehr. Nö, wir haben wieder einen Punkt. Ja, die Mail könntest du mitnehmen, ja. Noch ein paar Herzen, ja, okay. Ja, oder, warte mal, wo ich gerade denke, Logik, wer braucht die Kacke? Logik wird vollkommen überbewertet. Vor allen Dingen im Rando. Was ist die 2. Flasche? Schon wieder eine Biene drin, also irgendwie hat es das Seed auch mit Bienen.
Naja, also wenn wir es ganz genau nehmen wollen und es aus der korrekten Sicht nehmen und dann noch Pi mal hoch 3 nehmen, wäre das die dritte Flasche. Die dritte? Du hast auch 2. Ja. 2 also, haben wir aber fast die identischen Checks gemacht eigentlich. Ah, tun wir aber nicht im Swamp. Und wenn es für Hitzo die zweite ist, you know. Nee, für Hitzo ist es doch die dritte. Ja, also im Tracker steht die zweite. Schwierig. Ah, Sick Kid. Also eine Vanilla Bottle, die hat Hitzo nicht. Weil da nicht wahr. Ja, also stimmt meine Berechnung, ja. Ich bin ein Mathe-Genie. Oh, was war denn das gerade hierzu? Ich habe mir mal sagen lassen, das Setup mit dem Ice Rod ist einfacher wie das mit dem Fire Rod. Finde ich jetzt nicht. Also ich finde den Fire Rod einfacher. Ah, Duden nimmt hier noch die Mail mit. Sicher, sicher. Die Motte hinterher, da wird er Spaß mit haben. Ja, wobei eine Mail bei der Motte ja eigentlich nicht großen Unterschied macht. Aber fürs Gefühl. Ja, fürs Gefühl. So, aber Hitzo hat jetzt schon 3 Crystals. So, das bedeutet... Duden macht jetzt gerade Nummer 4. Skywurz ist Nummer 5. Zwei Stück fehlen uns noch. Ja, da haben wir gleich in Desert hier die Gewissheit. Ja, Desert ist ja ein Crystal. Haben wir da die Info schon? Ja. Ja, stimmt. Weil Hitzo hat gerade die Karte gezogen und Duden steht oben links das C für Crystal dran. Ja, ich hab's auch gerade. Entschuldigung. Schrei mich nicht direkt wieder so an. Ich bin sensibel. Du magst es doch, wenn du angeschrieben wirst. Ich muss weg. Duden, Crystal Nummer 2 in der Hand. Bin mal gespannt, wie sehr ihn das Green Pendant noch nervt, dass er das nicht abgegeben hat. Tyrannus? Bitte? Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt hier wirklich alleine sitze. Nee, ich hatte gerade mal eben einmal ganz kurz nicht hingeschaut. Alles gut, ich lasse dich nicht alleine. Alles gut. So, aber Duden jetzt hier auf dem Weg. Nochmal Richtung Kakariko. Mal Richtung Wald. Mein Gott. Duden könnte natürlich jetzt auch noch das Pad checken. Die Mirror habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber wir werden, denke ich mal, gleich sehen, was da die Intention hinter ist. Ja. Oh, und scheinbar hatten wir auf der Ice Rod Cave hier einen Quake gehabt. Das ist Misery Maya Entrance. Och nö. Willst du da Eulz nicht haben? Ja, ich sag mal, der ist sowieso nicht voll abschließbar. Ja, uns fehlt hier immer noch der Sumaria, der aber auch schön Vanilla liegen könnte.
Oh, da wird er. Da geht er zur Motte runter. Da will der Duden das also mit der Motte aufnehmen. Hoch gegen Motte. Wer gewinnt? In den meisten Fällen sieht es nicht gut aus für die Motte. In den meisten Fällen, genau. Dicky. Den willst du da auch nicht sehen. Was willst du überhaupt sehen? Das ist eine gute Frage. Wow. Ja, lieber ein Kinderpinguin, die Schokolade mit dabei. Boah, du sollst nicht so viel essen. Boah. Meine Nerven müssen auch beruhigt werden, ja? Ach komm, dafür esse ich jetzt hier meinen 1,2 Kilo Eimer saure Zungen. Ja. Was haben wir jetzt überhaupt noch in Logik? Ich habe die Logik schon lange verloren. Das ist gut. Sind wir schon mal zwei. Aber Logik wird ja überbewertet, von daher ist okay. Solange wir der Chat damit leben kann, können wir das, glaube ich, auch. Ich sag ja, wer braucht schon Logik? Ja, Logik wird halt überbewertet. Nobody knows. Jetzt habe ich nicht geguckt. War ein Red Rupee. Ja. Uninteressant. Trash. So, und Dune checkt das Pad für uns. Just a little piece of love. Ba-boom. Kein Pet für uns heute. Schade, schade. Das will doch keiner sehen. Nee. Ah, er lässt den Batmorang liegen. Sehr schön. Hitze checkt das Powder für uns. Ja, das hat Duden ja nicht. Das lag ja auf der Laser Bridge. Richtig. Also, neuer Check für uns. Genau wie die Schaufel. Die hat Duden auch nicht. Aber die Schaufel hat er, glaube ich, gerade schon gemacht. Und wenn, dann habe ich es nicht gesehen. Ich glaube, da war ein Kompass drauf. Oh, 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 jetzt kommt die Agarledge. Oh, oh. Subaria? Oh, 10 Pfeile. Schaufel war nix. Alles klar. Hm. Ja, mit denen will man nicht reden, Duden. Das sind auch nur Holzfäller. Ja. Aber mit denen möchtest du im Rando eigentlich nicht reden, weil dich kostet das Zeit. Das ist wie mit diesem komischen Jelly-Etwas, was oben auf dem Berg ist. Ich weiß immer nicht, was das für ein Vieh ist, aber mit dem willst du auch nicht reden. Weil das labert dir eine Frikadelle ans Knie. Mm-mm. Hast du mal die Textboxen gesehen? Ist so spaßig, den anzusprechen. Ja, super spaßig. Sehr schön, Dune. Kingstum. Hat dir nur nichts gebracht.
Wohin geht die nächste Reise? Ja, lass mal hier rekapitulieren. Wir haben Misery Maya bis auf Boss offen. Wir haben Ice Palace nicht offen. Turtle Rock haben wir nicht. Also haben wir offen außer dem Boss. Eastern ist ein Pendant. Ja, da könnten wir theoretisch noch Eastern machen. Duden kann jetzt hier noch Swamp nachholen. Turtle Rock könnten wir jetzt noch so zum Dreiviertel machen. Misery Maya können wir noch zu 90% machen. Also ein bisschen ist noch was. Ja. Warst du eigentlich auf der Left Side? Nee. Left Side Swamp haben wir nicht gesehen. Wird es vielleicht mal Zeit dafür? Ja, ist eine gute Frage, ob Duden das jetzt mitnehmen wird. Will, wird. Oh mein Gott, mein Deutsch verlässt mich. Das ist okay, um so eine Uhrzeit schon. Nee, ist noch viel zu früh. Ach, zu früh. Nur noch, weil man da aufgestanden bist. Heute Morgen um 10 Uhr. Da hab ich gerade Pause gemacht. Auch Leute, die haben Termine. Mhm. Es gibt Menschen, die müssen arbeiten. Ja, das muss ich morgen auch wieder. Oh, jetzt ist es da. Also, weißt du, was eigentlich auch mal schön wäre? So Inverted Animizer. Ohohoho. Dachte, ich habe böse gelangen. Nein. Aber Duden lässt auch die Left Side liegen. So ein Inverted Animizer. Warum hat das sonst noch keiner gespielt? Das geht gar nicht, ne? Weil sowohl... Weil beides, glaube ich, in dem ersten ist. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Du jetzt mit seinem vierten Crystal in der Hand. Aber er hat das Pad, glaube ich, nicht gecheckt. Nee. Oh, aber ich sehe schon, unser Chat, der ist genauso garstig. Auf Inverted klingt das tatsächlich spaßig. Ja. Nimmst du dazu noch einmal One-Hit-KO und danach ist alles vorbei. Alles klar, jetzt. Das. Nee, das war jetzt zu viel. Dann nehme ich doch lieber das Inverted anstatt das One-Hit-KO. Nein, Inverted One-Hit-KO. Hallo? Also ohne Insanity Entrance, ist klar, aber. One-Hit-KO. Ist doch schön, sollte man eine Herausforderung haben hier. Ja, drei Mini-Mollworms, das, ich stelle mir nichts Geileres vor, meinen Feierabend zu genießen. Ja.
Swamp hat ja im Map Compass Shuffle, glaube ich, sogar 12 Items, ne? Glaube ja. Wir haben den Hobo noch gar nicht gecheckt. Glaube ich. Ich habe jetzt gerade einfach mal eben kurz so aus Spaß haben wir eben bei mir einen Tracker auch gemacht und nur Map. Da hat er das aber nicht übernommen. Ah, Technik. Also ich habe jetzt hier 8 Checks stehen mit Map Compass Shuffle. Okay. Oder war Pot mit 12? Irgendein Dungeon hatte, glaube ich, 12. Wenn du einen Key Sanity drin hast, ja. Ja, okay. Wie gesagt, es ist schon spät. Dafür bin ich ja hier. Ja. So, ich glaube... Hitsu möchte jetzt unsere Führung übernehmen gerade. Zumindest was die Crystals angeht. Ja. Dun, was sollst du da jetzt spiegeln? Stimmt. Oh, ich hab voll vergessen, Eispalast ist ja gar nicht mitslockt. Klar, dann haben wir aber mit Eispalast offen. Stimmt. Oh. That's the thing that I forgot. That we forgot. Yeah. So, Hitze übernimmt jetzt zumindest die Führung. Zumindest kurzzeitig. Ja. Aber hier kann bei Duden natürlich jetzt auch noch alles passieren. Er ist zwar nur mit einer Blumen unterwegs. Hat aber dafür auch nur 9 Herzen, also. Da könnte tatsächlich auch noch ein bisschen was schief gehen. Ja. Ist doch mal spannend. In Tiefen entspannt. Und so wie Duden. Jo. Mal schauen, ob der Bombjump so schön funktioniert wie sonst. Schön gemacht. First try. Natürlich. So, aber auch Hitsu hat jetzt seinen Bomboss gefunden. Oh oh. Was möchtest du lieber als Pendant haben? Meier oder Turtle Rock? Lieber ein Meier. Mein Turtle Rock, wenn du im Go-Mod bist, ist schnell gemacht. Das ist eigentlich. Je nachdem, wo der Biki liegt, ist es einfach linear. Ja. Musst du halt erstmal noch einen Biki suchen und dann musst du durch den gesamten Dungeon rennen, dann hast du ihn gefunden. Musst du trotzdem noch mal wieder durch den gesamten Dungeon rennen. Bei Turtle Rock ist es ganz easy. Du gehst rein, holst ein Big Key und läufst durch. Ja, du musst ja Turtle Rock machst du ja gefühlt eh immer komplett. Ja. So, aber auch Hitzo ist jetzt im Eispalast drin.
Das heißt, je nachdem, Führung behalten. Es liegt tatsächlich jetzt daran, wie hier der Eispad gespielt wird. Das ist aber... Das ist Go-Mode. Das ist Go-Mode. Nein. Stopp. Uns fehlt doch das Schwert. Stimmt. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Du hast mich schon mit. Jetzt sogar stand es so ein bisschen zu hoch. Das sieht besser aus. So, dann sehen wir jetzt hier einen Goldstair auf Dudes Seite. Aber mit dem Zahnstocher ist das auch immer ekelhaft. Ah. Nee, er hat ein Schwert. Er hat ein Master Schwert. Ach, er hat ein Master Sword, okay. Das muss dann wohl auch hier im Eisverlässer liegen. Ja. Oh, Duden. Ja, dann ist auch mal. Ja. Oh Gott. Da wäre beinahe fast die Wolke in ihn reingerutscht. Ja. Ah, es bin ich Big Chess. War das schwer? Ah. Ah. Ist Turtle Rock noch ein Pendant? Ja. Okay. Ein Mystery Meyer ist nämlich Crystal, hat man uns gerade sagen lassen. Und damit haben wir alle unsere Kristalle. Ja, sehr schön. Aber was will Duden jetzt wieder auf den Berg? Will er jetzt Turtle Rock spielen? Spy Cave? Der Junge verwirrt mich gerade schon wieder komplett. Ja. Oh no. Oh no. Oh no. Ich glaube, Duden hat die Info nicht, dass Turtle Rock Pendant ist. Er baut dann noch das Quake. Ja. Das liegt in der Ice Rod Cave. Ja, und Duden hat wirklich nicht die Info. Und Hitsus gibt hier gerade seinen Somaria. Nein. Was passiert denn hier schon wieder? Es ist nicht gut. Oder? Nee, er geht zurück. Oder? Geht zurück? Nein. Er geht zurück. Nein, geht er nicht. Nein, nein, nein. Ja, hinzu. Dann würde ich eigentlich schon fast behaupten, dass es
das ist schon so gut wie GG, weil so schnell kommst du hier nicht mehr hin zurück. Du spielst einen kompletten Turtle Rock dafür, beziehungsweise Turtle Rock soweit du kannst. Du spielst Eastern Palace als Pendant. Du machst so vieles, du kommst so schnell für den Ice-T jetzt erstmal nicht mehr zurück. Nein. Ah, schwierig. Also schade, dass man mit dem Buch nicht so Schaden machen kann. Ja, das wäre schön. Und das wohl aussehen würde, wenn du hier Trinex mit so einem Buch verkloppst. Nimmst du den Duden und klopfst einfach drauf. Ja, jetzt sucht er nämlich sein Somaria in Missouri Meyer. Na. So, jetzt weißt du denn zumindest, dass er nach Meier muss. Aber schneller kommst du nie wieder an den scheiß Boss ran. Warum ist Dun in Turtle Rock drinne? Weil er das Quake sucht. Ach, stimmt ja. Oh, Mist. Ah, das ist jetzt hier auf beiden Seiten eine lustige Sammlungsphase. Ja. Eine lustige Findungsphase. Ja, die Findungsphase ist ja schon vorbei. Also eine Pedersen- und Findungsphase. Ah. Die Findungsphase haben sie beide ja schon rum. Die müssen sich jetzt aber erstmal sammeln. Oh, du denn hier leichte Probleme mit dem Skelett da oben? Wunderschöne Kettenhunde. Jeder liebt sie. Ja, absolut jeder. Am liebsten habe ich sie im Animizer, wenn sie irgendwo in irgendwelchen Räumen sind, wo man sie einfach nicht erwartet. So wie im Vorbossraum von Coldzera zum Beispiel. Was wir ja gestern gesehen haben. Richtig. Das fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut. War aber leider ein bisschen auf der falschen Seite positioniert. Ja, an der Positionierung müssen wir nochmal arbeiten. Aber ansonsten, das Placement an sich war in Ordnung. So, der Raum zumindest war schon mal richtig. So, aber Hitsu hat uns jetzt, glaube ich, gerade die Info gegeben, weil er jetzt 3 Small Keys hat, dass jetzt überall nur noch Items liegen. Oh, Keylogik in Meier, das ist wohl einer der komplexesten Keylogiken, die es in diesem Spiel, die es in dem Rando gibt. Also, da bin ich raus. Bist du raus? Okay. Ja, Meier Keylogik kenne ich mich absolut nicht aus. Da bin ich. Die verwirrt mich zu sehr. Das ist das zweite Item. Die Frage ist aber jetzt immer noch, wo ist unsere Lampe eigentlich? Ich
Ja. So, Hitze, wo versteckt es sich hin? Du musst zur Ice Rod Cave. Ja. Ich glaube, da geht der jetzt. Also er geht auf jeden Fall Richtung Südroute jetzt. Oder auch nicht. Das Ding ist jetzt halt, ich sehe jetzt beide nicht zu ihrem Go-Mode kommen die nächste Zeit. Weil für Duden ist die Icewood Cave ewig weit weg. Und Hitsu. Der spielt Ice hier erstmal gar nicht. Ach, Duden hat Pop noch gar nicht abgeschlossen. Ich habe mich gerade gefragt, was er da wieder will. Ja. Aber wir sind jetzt hier so in unser Castle. Das haben wir auch noch gar nicht gesehen. Stimmt. Ja, das was unser Tracker sagt. Ich sehe Hitsu da auch nicht mehr hinlaufen. Außer es wird seine Last Location. Ich weiß auch gar nicht, ob er eventuell denkt, er hat alles raus. Ich bin der Meinung, es gibt sehr, sehr gerne Ice-Tea. Jetzt hier den Terrapin. Na, er hat nicht mehr genug Magie. Ich wollte gerade sagen, such ihn. Los, komm. Aber dann hat er es schon geschafft. Ja, hat es schon erledigt. Oh, das ist schon wieder so. Last Location auf dem höchsten Niveau. Wie sehr wollen sie Last Locaten? Ja. Hinzu sucht seinen Somaria, den er hinten Ice Palace, Ice Tea Room geskippt hat. Schöner Helmer hier von Duden. Ja, der war richtig schön. Oh, Hitsu geht ja noch mal ins Beck. Wir haben ja das komplette Castle nicht gesehen. Es ist so ungewohnt. Das, so spät erst zu sehen. Ja. Oh, Duden, wo willst du hin? Willst du? Nach da unten? Komm, geh Richtung Icewood Cave.
Richtung nee. Schaufel. Oh. Oh, Boss. Ah, er bleibt aber in der Light World. Geht auch wieder in die richtige Richtung. Ja, hoffen wir es mal. Nein, ja, die Red Bomb. Ja, für ihn logischer als für Hitsu. Das stimmt, weil er hat ja den Somaria. Genau. Man hat es vorhin auch schon im Chat angesprochen. Die Red Bomb ist nämlich logisch Somaria lockt. Richtig. Du kriegst ein Herz und du kriegst ein Herz. Ja, du kriegst ein Herz. Und du kriegst auch eine Fee. Die Fee kommt da noch mit oben drauf. Sommerschlussverkauf, alles muss raus. Yay. Alles raus, was keine Miete zahlt. Jetzt spielt Duden auch das Castle. Ich werde hier noch ganz nervös. Ja. Wir sind erst 1.16 im Seed. Und ich glaube, die Runner werden auch gerade beide etwas nervös. Also. Weil. Wenn du dir anguckst, du suchst jetzt eigentlich seit gefühlt 20 Minuten dein Go-Mode. Und du hast halt nach Viertelstunde nichts mehr gefunden. Aber das ist schon kritisch. Das ist schon richtig kritisch. Oh, Hitsu, no. Geht er auf die Spy Cave? Stimmt. Nein, oh. Er geht ins Castle. Nein, doch Spy Cave. Was passiert hier? Was passiert hier? Ihr seid Berg, hat er da irgendwas vergessen? Ich weiß es gerade nicht. Oder will er nochmal Turtle Rock zurück? Oh. Wobei, aber Turtle Rock kann er jetzt auch nicht mehr so viel machen. Schon wieder sehr schwierig hier. Era? Tablet? Hitzo, wo willst du hin? Okay, also wenn sie nachher... Wenn sie nachher zum Interview kommen, müssen wir sie einfach fragen, was sie da gemacht haben. Ab ungefähr einer Stunde. Weil das ist ja hier wirklich... Ich sag mal, seit 20 Minuten ist ja hier nur noch irgendwie rumgeklaune.
Ich wollte es nicht sagen. Oh, okay. Duden. Oh, Duden. Nein. Oh. Downing auf höchstem Niveau, ne? Das ist auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau. Oh, Hitzuf hat sein Tempbot gefunden. Zumindest schon mal etwas. Hat der Zora gecheckt? Weiß ich gerade nicht. Oh, Catfish, aber es war nicht richtig reingeworfen. Ah, er hat dann Quickfish versucht, aber das hat dann nicht so funktioniert. Nicht so wirklich. Das ist schon irgendwie kritisch. Und Hitze sucht jetzt in Turtle Rock weiter. Gehen wir zurück zu Zora. Okay. Ah. Die Karte kann der Fisch behalten. Die ist eh nass. Kann ich nichts mehr drauf lesen. Jetzt haben beide Runner das Mirror Shield. Hat Duden noch irgendwo was? Warte mal, hat er die Purple Chest abgegeben? Nee. Oh. Aber das bringt ihn zumindest wieder fast in die richtige Richtung. Ja, zumindest schon mal in die richtige Richtung von der Karte. So. Zumindest auf den Süden hinweg. Oh, er hat ja noch kein Magic Bed gemacht. Oh, schwierig. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh, 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 oh. Aber wie gesagt, das bringt ihn zumindest schon mal in die richtige Richtung nach unten hin. Ja, kann man jetzt nur hoffen, dass er dann noch dahin geht wird. Boah. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, was hier eigentlich gerade so passiert. Sag einfach gar nichts. Nee, ja, gar nichts sagen ist aber auch doof. Ich bin hier am Schnabern.
Also ich meine jetzt zu der Situation, ne? Ja, schon klar, aber das ist so... Ich weiß nicht, was die beiden da veranstalten. Es ist... Also, die Wortwahl fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, das so zu sagen, aber es ist wie ein Unfall. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Da ist die Bottle. Okay, Hitsu geht tatsächlich rechtzeitig Swamp. Nein, Duden, nicht Maron, nicht weg. Jetzt spielt Easter Palace. Wetten, in Easter liegt irgendwo unsere Lampe? Das wäre möglich. Ja, guck mal, wie früh Eastern eigentlich auf war. Es ist wirklich ein Last Location Seed. Und zwar wirklich. Die Frage ist, was liegt auf der Left Side? Ja, da kann ja eigentlich nicht mehr viel liegen. Nee. Da kann aber auch noch unsere Lampe liegen. Auf der Left Side? Left Side Swamp ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht mehr blockt. Das ist meine Vicky. Und da ist die Lampe bei Hitsu. Okay. Das ist echt wie so ein Unfall. Oh, eine Last Location von zur nächsten. Oh. Ich finde das schön, wie unser Tracker Fishing Boo gerade immer wieder wiederholt, was unseren Runnern eigentlich noch fehlt. Ich finde das super. Ich glaube, er hat sich den Text einfach, er hat den einfach nur einmal geschrieben und dann kopiert ihn einfach immer wieder rein. Oh, Dune hat das nächste Schwert gefunden. Das haben sie beide tempert. Hitsu geht nochmal zum Dark Horse. Oh, das ist ja, das ist wunderbar. Wie viel wollen Sie von diesem Seed sehen? Der Seed sagt ja. Der sagt einfach nur ja. Oh. Ich erzähle das jetzt gerne nochmal. Das Quake liegt in der Icewalk Cave für Duden. In der Sumaria liegt bei Hitsu in Ice-Tea. Also, schwierig. Hitsu geht jetzt auch nach Eastern. Ja, Duden kann jetzt hier einfach das Pad liegen lassen. Er weiß ja, dass auf dem Pad nichts liegt. Ja. Ja, und so langsam wird es immer weniger.
Ja. Come on, Duden. Do it. Do it now. Jetzt mach hin. Bitte. Ich würde ja eigentlich sagen, wir essen zeitig, aber ich habe ja schon gegessen. Oh, oh, das sieht richtig aus. Oh, das sieht richtig aus. Das sieht nach, ja, er geht in die, er geht zur Icewatch Cave. Oh. Finally. Finally, Duden hat gleich seinen Go-Mode. Yay! Also, dann ist Duden jetzt hier mit 1,30 im Go-Mode. Ja, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Das wird, glaube ich, jetzt der echte Standard. Das ist okay, ich bin das gewohnt. nachdem wir jetzt auch wirklich, ich glaube, echt eine halbe Stunde auf beiden Seiten unseren Go-Mode gesucht haben und bei Duden ihn nicht gefunden haben, wird Duden jetzt den letzten Dungeon betreten. Und dann heißt es Wiki Guessing Game, Freunde. Halt dir nichts von, skippen wir heute. Ach komm. Machen wir eine Last Location draus. Gönn mir doch ein bisschen Spaß. Wenn der sich schon keinen Spaß gebracht hat. Ich gönn dir immer jeglichen Spaß, aber diesen nicht. Oh, das ist fies heute. Die Momente habe ich auch mal. Ja, ist okay. Okay, Hitsu läuft halt nur mit Butter durch die Gegend. Ist auch schön. Ist mir auch eben gerade erst aufgefallen. Aber das Butter bringt ihn halt auch nicht nach Ice-Tea zurück, um das jetzt hier nochmal irgendwie spannend zu machen. So doof, wie sie es halt einfach gerade anhört. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Jetzt musst du nämlich noch ein Wiki suchen, musst den ganzen Dungeon eigentlich durchforsten. In Turtle Rock hast du ihn eigentlich immer linear irgendwo liegen, dass du nicht groß irgendwo anders hin musst. Ja, das stimmt. Aber deswegen gut, ich sag mal. Ja? Ich sag mal so, ich bin sowieso nicht unbedingt der größte Fan von Maya, weil Maya ist es. Ich mag diesen Dungeon einfach nicht. Entweder er ist Fluch oder Segen. Entweder du gehst direkt auf die erste Chest zu und findest da den Wiki und dann sagst du dir, jawohl, geil. Oder, ja, keine Ahnung, es ist halt die letzte Grütze. Jetzt lass du auch wieder zu Wort kommen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Schon wieder. Schon wieder? Ja. Aber was sagt ihr denn lieber, Chat? Was habt ihr denn lieber? Ein Pendant Turtle Rock oder ein Pendant Maya? Ich bin mal gespannt, was ihr bevorzugt. Oh ja, ich bin auch für beides Pendant. Das wäre ja zu einfach.
Also, ich habe persönlich... Also, je nach Equipment, muss ich dazu sagen. Bei Turtle Rock ohne Lampe, gar kein Thema. Laufe ich da durch. Den Darkroom kriege ich auch noch gerade so hin. Aber, allein diese Maya-Räume... Oh, nee. Habe ich gar keinen Bock drauf. So gar nicht. Mit der Lampe ist es mir schon fast egal, aber ansonsten ohne Lampe gehe ich lieber nach Tia rein, wie nach Maya, weil da sterbe ich nur in Maya. So, du darfst das Spiel dann ankündigen, sonst nehme ich dir ja jeglichen Spaß. Gut, wenn unser guter Fishing Boo das Startzeichen gibt, dürft ihr eine Zahl von 1 bis 22 in den Chat schreiben, wo ihr vermutet, wo der Big Key in GT liegt. Oh, oh, und da gehen schon die ersten Zahlen rein. Oh, 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 oh. Hast du eine bevorzugte Zahl? Ja, aber die ist schon weg. Das ist doch egal. Deswegen mache ich jetzt einfach das hier. Ja, ist okay. Bleib bei meiner Standardzahl. Schneller, Dudi! Wo will er eigentlich hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ach nee, stimmt, wir haben ja inverted. GT ist ja hier. Ja, GT ist gar nicht so weit weg. Stimmt, stimmt, stimmt. So, und Hitsu wird wahrscheinlich sein Sumaria in der Hand halten, wenn Duden fertig ist. Oder wenn er den Big Key hat. Das ist jetzt schwer zu sagen, je nachdem wie es jetzt hier läuft. Wo der Big Key liegt. Wenn er jetzt hier halt im Random Room liegt, im Star Force Room liegt, dann... Die 1 war es auf jeden Fall gerade schon mal nicht. Die 2 ist es nicht. Die 3 ist es nicht. Die 4 sind die Mits. Die 5 ist es auch nicht. Wir haben niemals Mits gesehen, stimmt? Boah. Das war jetzt die Nummer 6. Ohitsu hier mit 2,5 Herzen. Das war die 7. Und er hat keinen Schlüssel. Das kann natürlich dann auch verheerend werden, wenn man halt nicht erst Right Left spielt. Ja. 8, 9. Lange noch 2 Schlüssel. So, welche Checks sind... Oh, da hat hier zu sein Sumaria.
Half Magic. War das jetzt die 12? Ich glaube schon, ne? Ich meine, wir waren bei der 9 gewesen. Ich müsste jetzt die 13 sein. Doch, 13, okay. Stimmt. Jetzt so ein Wiki im Random Room. Nö. Müsste jetzt 14, 15, 16 kommen? Ja, genau, 14, 15, 16. Nee, gar nicht. 15, 16, 17. Ich wollte gerade sagen, irgendwie fehlt mir da eine. Ja. Ja, es ist schon etwas später. Alles gut, ich stehe hierbei. Das ist gut. Entweder die 22, unser wunderschöner Tile Room, oder? Oder der Render Room. Oder der Render Room. Ich weiß, warum ich den Render Room immer rushe. Wenn ich kann. Wenn ich den Small Key nicht vergesse auf der rechten Seite. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Ach, schade. Das heißt, es lag auf der 18. 19. 19? Ja, 19, ja. Oh. Ich sag ja, mein Kopf ist auch durch. So, wen haben wir denn mit der 19? Überhaupt jemand mit der 19? Aber auch gerade. Wir haben die 18. Wir haben die 17. Die 19 haben wir nicht. Wir haben die 20. Wir haben keine 19. Ja, dann geht ihr halt alle leer aus. Ist so. Gehört die Pizza doch heute mir. Sorry. Boah. So, jetzt sitzt du auch schon auf dem Weg nach GT. Aber das kriegt der nicht mehr raus. Ja, und ich will ja nichts beschwören. Aber, oh, das bringt zu los. Glaube, wir haben hierzu verloren. Oh nein! Nein! Thank you.
Ja. Wir haben echt jetzt so verloren. Das geht doch nicht. Hinzu, nein, warum? Warum tust du dir das an? Oh Mann. Unfair war es ja jetzt auch nicht. Dune macht jetzt hier noch ganz entspannt Moldom die zweite, nachdem er ja wirklich fast ein AD draus gemacht hat. Also er hat ja ein AD draus gemacht. Aga 2. Yay. Schön Double. Noch ein Double. Nochmal ein Double. Und das wird auch noch ein Double. Jetzt hier mit Silvers und Tempered ist ja easy. Redmail, 14 Latzen. Ja, also das ist ja Traum-Equipment. Das ist ja wirklich Traum-Equipment. Jetzt warbt er sich noch zweimal und danach ist auch schon wieder fast Feierabend. Dann nochmal vier. Ja, zweimal muss er. Das muss er noch. Da haben wir es doch. Er lässt mich ja nicht mehr ausreden. Das blaue Schweinchen. Blaue Schweinchen gegrillt ist immer am schönsten. Okay, dann bin ich jetzt halt ruhig. Nein! Warum denn? Alles gut. So, einmal noch und dann war's das. Ah, ich häng fest. Du hängst fest? Bist du bei Hitzo? Ja, mein. Wow. Schreibt eure GGs für Duden in den Chat, wenn er jetzt gleich den wahren Endboss überquert hat, nämlich die Brücke. Und damit beendet Duden dieses Seed mit einer offiziellen Zeit von 1:48:42 und ist somit der Sieger. Ja, gucken wir mal, ob wir hier noch beide zum Commentary kriegen. Oh, ich sehe unseren Sieger schon. Der darf auch gerne hier hochkommen. GG Duden. Oh, GG. GG. Na, wie fühlst du dich mit so einem schönen AD? Ja, der Seed an sich war cool, ich habe nur unglaublich schlecht gespielt. Aber ja, war okay. Was machst du denn auch? Das ist ja... Nee. Ja, hier und da mal gederbt. Das war gar nicht so schlimm. Die Skips, die ich dann da auf dem Weg eingegangen bin, das war schon okay. Waren halt für mich sowas wie Back of Escape war dann für mich gestorben. Ja, das GT-Play, das war halt... Das
hat sich schon, ich, in dem Moment, wo ich die Tür zur Map Room aufgemacht habe, wusste ich ja, Moment, das war keine gute Idee. Ja, und hab dann die Konzentration komplett weg. Jo. Ja, ich weiß, ich. Magno, wir sind eigentlich vollkommen sprachlos. Ja, Magno hatte stellenweise geschrieben, dass Icewood Cave super weit entfernt ist. Wie kam es eigentlich dazu, zu dem Entschluss, dass du Icewood Cave so lange liegen lässt? Ich habe den Sumarian Ice Palace gefunden. Und das war ja für mich quasi eventueller Go-Mode. Für den Fall, dass Turtle Rock ein Crystal ist und Maya halt das Pendant. Und das wollte ich dann halt danach so schnell wie es geht abchecken. Also wahrscheinlich hätte ich sonst die Water-Checks mit Icewood Cave irgendwie noch versucht zu kombinieren nach Ice Palace. Aber wenn du halt da eventuell im Go-Mode bist und ansonsten noch 5 Minuten irgendwelche Checks auf der Overworld machst für nichts, dann gehe ich das lieber erstmal abchecken. War es halt leider nicht dann. Ja, wie Magno dann gesagt hat, ne, die Icewood Cave ist im Inverted halt ultra weit weg. Ja, bei Hitsu ist halt auch vieles unglücklich gelaufen, sag ich mal. Hat Ice-T, muss laut dem Chat muss er wohl den Bombjump nicht muss der nicht geklappt haben, deswegen hat er Ice-T halt liegen lassen. Ja, das hat er mir hinterher im Racing Room auch geschrieben, ja. Ist halt bitter. Ich meine, also Maria, da hat sich schon gut angefühlt, weil das halt ein Check ist, den man eventuell auch einfach so skippt. Ja, aber dass er dann verloren hat, weil er da einen Bombjump nicht geschafft hat, ist natürlich ärgerlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das gewinne am Ende mit der Last Location vom, oder es war keine Last Location, aber mit der Location vom Quake und dem Derp in GT. Ja, aber dann bin ich halt auch jetzt. Nee, also der Seed hat mich halt auch einfach vollkommen sprachlos gemacht. Also wirklich vollkommen sprachlos. Nee. Also ich weiß nicht, was Lisandro da gerollt hat. I don't know. Aber oder wir lassen hier wirklich teilweise und waren echt nur sprachlos. Er hat sich eigentlich relativ fast forward angefühlt, bis halt ja, dann das eine letzte Item gesucht wird. Der Rest war ziemlich cool eigentlich auf dem Weg. Ich habe das Buch auch noch relativ lucky bekommen, weil ich den Speed angesprochen habe. Ansonsten wäre meine Route da auch wahrscheinlich erstmal Skullwoods gewesen. Und ja, mit dem Buch sag mal schnell. Hammerpacks, genau. Habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt läufst du auch erstmal dem nach. Machst du erstmal die Checks. Und dann lag eigentlich erstmal alles so weit hintereinander, bis halt zu dem einen letzten Item. So wie es halt immer ist, ne? Ja, aber wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen wir uns auch relativ kurz halten, weil jetzt ist hier nämlich gleich in 5 Minuten nämlich ein Anschlussrace, wie ich das gerade richtig sehe. Ja, und zwar haben wir hier gleich auf diesem Kanal Skunknar gegen Densen. Jo, cool. Das wird auch nochmal spannend. Da geht's auch um Tiebreaker. Je nachdem, wer gewinnt. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall sehenswert. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, sitzen dort auf jeden Fall auch 2 erfahrene Runner mit dabei, die den Spaß auch kommentieren werden. Apropos kommentieren, Entschuldigung, ihr könnt natürlich gerne den Runnern und auch uns Kommentatoren folgen. Wir haben viele verschiedene Sachen auf jeden Fall auf Lager. Ob es jetzt ein Rando ist oder halt auch mal andere Spiele. Auf jeden Fall gerne mal ein Follow da lassen. Würden sich auf jeden Fall der ein oder andere auch drüber freuen. Und auch natürlich an den guten Fishing-Boo. Den haben wir schon wieder voll vergessen. Der Tracker, der uns hier heute so super durchgeführt hat. Wenn wir mal gerade vollkommen out of space waren. Ja. Ich würde sagen, Dun, möchtest du? Ja, klar. Danke fürs Restream. Fürs Aufsetzen, fürs Tracken, Fishing Boo.
Der war hier noch alles dabei. Lisandre, euch beiden natürlich. Und ja, viel Spaß beim nächsten Race hier, ne? Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Viel Spaß beim nächsten Race. Danke fürs Zuschauen und dabei sein und alles weitere. Vielen Dank fürs Mitkommentieren, Santono. Und Tracken, Fishing Boo. Bis dann. Genau. Von mir auch noch einen schönen Abend. Genießt das Race, was gleich kommt. Und man sieht und hört sich auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin.